Auch ein süßes Vorweihnachtsbuch für die ganz Kleinen. Hier steht ab 3 Jahren. Ich würde schon sagen, das kann man auch definitiv kleineren Kindern vorlesen. Ist das Buch Ein Wichtel wohnt bei uns aus dem Ravensburger Verlag. Ja, ganz klassisch zieht Wichtel Emil bei Lea ein und er sucht am Anfang, hilft er mit Leas verlorenes Kuscheltier zu finden, kann es aber auch nicht finden. Und um Lea dann abzulenken, hier schreibt er auch erstmal natürlich einen Brief, dass er da ist. Und um Lea dann abzulenken, fällt Emil wirklich, fallen ihm ganz lustige Sachen ein, die er dann macht. Er verziert ja auch Obst zum Beispiel. Oder er baut eine Rodelbahn aus Toilettenpapier. Er tauscht die Kerzen im Adventskranz aus. Und am Ende natürlich, hier sticht er noch Brot, Tannenbäume aus, immer wieder für Lea und es gibt immer wieder einen Brief dazu. Und am Ende, also es gibt doch einige Abenteuer, die hier zusammen bestehen und am Ende taucht natürlich das Kuscheltier auf, ist ja klar. Ganz schön gemacht finde ich, dass es hier echte Fotos sind wieder, die einfach mit kleinen Zeichnungen vom Wichtel Emil dann verziert sind sozusagen und überall gibt es dann immer einen kleinen Brief. Als Ergänzung, wenn man selber einen Wichtel zu Hause hat oder wenn man sagt, oh, die Kinder betteln ganz doll und wollen Wichtel, man schafft es aber dieses Jahr vielleicht selber nicht, dann einfach so ein alternatives kleines Buch und auch hier gibt es wirklich lustige Streiche zu entdecken und kann auch hier das Leben vom Wichtel sozusagen im Buch mitverfolgen.